Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 17. Mit dabei natürlich der Simo Hoshi. Hallöchen. Meine Wenigkeit der Bio und der Ice Dragon, der auf dem Wege hierher ist. Dann guck mal, was wir hier Schickes gezaubert haben. Wir sind Übertreiber. Wir haben komplette Baumstämme haben wir hier drauf. Das sind komplette, also einfach abgeholzt, dann hier aufgelegt. Und wie ihr schon sehen könnt, der Fliegenanhänger, der hat schon so eine leichte Schräglage, ja, weil die so schwer sind. Wie gesagt, Eis kommt gleich vorbei, da guckt sich das hier auch an, was wir hier gezaubert haben. Ja, also es ist auf jeden Fall fachmännisch verzurrt. Alles richtig, so wie es sein muss. Ich bringe dem Bio gerade ein Hilfsmittel vom Shop mit. Der Bio hat sich ein Gewicht gewünscht. Genau, und die Fräse wollte ich unbedingt haben. Und da wir bald Weihnachten haben, erfülle ich natürlich den Wunsch, dass er das Gewicht bekommt. Wahnsinn. Ihr hättet das sehen müssen. Das sind ganze 2,5 Tonnen übrigens, also 2,4 Tonnen Gewicht, die ich jetzt hier anschleppe. Ihr hättet das sehen müssen, wie wir das hier aufgeladen haben. Ja? Mein Traktor, der stand immer nur Kopf. Ja? Schaffst du das? Sieht gut aus, passt. Ja, passt. Ich glaube, wir müssen auch nicht wirklich viel machen. Ich mache die Rundumlauf an und dann... Eis hat gesagt, wir sollen bitte noch warten. Ja, ich warte. Damit er sich das auch mal angucken kann, was wir hier gemacht haben. Was ihr da gezaubert habt. Ich erkläre mich dann auch bereit, eure Stumpen wegzufräsen. Ja, also wie ihr schon mitbekommen habt, ich werde das wahrscheinlich mehr jetzt hier in der Forstwirtschaft machen. Hatte ich ja schon damals in den LWS-15 schon sehr gerne gemacht. Und da ist der war kein Fan von. Lag aber einfach wahrscheinlich an dem Hänger, wie wir mit dem Aufladen, war schon sehr blöde gewesen. Aber das hier, so wie unsere Ausstattung jetzt hier haben, hier unseren Traktor, das ist das astrein, das ging so schnell, also, ne? Ja, das ist okay, das ist wirklich okay. Super einfache Steuerung, ihr habt nicht wirklich viele Maustasten. Deswegen habe ich mir jetzt so vom Eis auch dieses neue Gewicht jetzt gewünscht. Wir haben das Stärkste jetzt genommen, was jetzt aktuell so da ist. Also es sagen, das Fass hat mehr, aber was, wie viel das Fass hat, weiß ich nicht, steht nicht da. Das ist ja eigentlich ein Fass, was mit Beton gefüllt ist. Ich weiß aber nicht, da steht nicht dran, nirgendwo zu sehen, wie schwer das Ding eigentlich ist. Ja, also, aber Internet irgendwo steht, wenn das irgendjemand weiß von euch, könnt ihr das gerne in den Kommentaren runterschreiben. Aber das sind 50 Liter, rechne mal 50 Liter, passen in so ein Fass rein. Mehr nicht. Oder 150 Liter? Müsste ich jetzt gleich mal nachgucken. Aber das können die ja auch in die Kommentare schreiben, genau. Genau. Hat auch was zu tun. So, da bin ich schon. Da guckt hier unser... Naja, sieht doch schnick aus. Drei volle Bäume, ja. Und eine Spitze in der Mitte. Unten auf dem Boden, die darf nicht fehlen. Die habe ich noch reingeschmissen. Na, liegt das schon auf dem Dach von dem Traktor? Sieht schon aus, ja. Ne? Du meinst, du kannst damit fahren, ja? Wir probieren es jetzt. Ja, aber der Punkt ist, könnte sein, dass, wenn du eine Kurve gefahren bist, könnte es sein, dass anschließend das Problem ist, dass das dann nicht mehr auf dem Dach, sondern neben dem Dach ist. Und dann ja, nicht das mehr... Problem ist, jetzt erstmal hier von der Hütte wegzukommen mit den langen Baumstämmen. Ja, ohne hier runterzufahren. Ich würde erst rückwärts das Gewicht fahren. Jetzt jetzt irgendwie. Na, rückwärts, da ist der Deichsen. Achso, Hoshi fährt, dann geht das. Ja. Leg mal das Gewicht hier an dem Häuschen und das wird mein zentraler Punkt hier. Die Fräse, die hatten wir auch nur ganz kurz gehabt, ne? In Mönchwinkel? Na, die hatten wir aber schon öfter, die kenne ich schon. Ne, Mönchwinkel hatten wir, die hatten wir dann. Björnholm. In Björnholm hatten wir die aber schon lange. Aber die haben wir nie, komischerweise nie benutzt, oder? Der lenkt ein. Ich hab's sie benutzt. Okay, kannst du? Der lenkt überhaupt nicht, oder? Doch, alles haargenau richtig. Der hängt halt in der Luft, der Anhänger. Nee. Ja, der Anhänger. Das Gelenk da unten lenkt doch gar nicht das Gelenk, oder? Von dem Anhänger. Nee, nicht richtig. Achso, nö. Das ist, weil der Baumstamm oben drauf ist auf dem Dach. Ja, der muss ein Stück zurück. Ich muss das mal abkoppeln. Das können wir so nicht lassen. Der hängt schon neben mir. Du riskierst aber, wenn der jetzt beim Lösen alles runterfällt, oder? Aber gut, ich beobachte einfach mal. Wir müssen auf jeden Fall... Wir haben die nämlich alle separat gemacht. Ja. Zack. Ich beobachte. Und zack. So, jetzt können wir den nämlich verschieben. Ach so, das ist der Trick dahinter. Das ist aber eine gute Idee. einen rauflegen quasi, festmachen, den nächsten raufmachen, genau. Und den nächsten Spanngurt. Ja. Das ist auch eine gute Idee. Ja, Not macht erfinderisch. Das auf jeden Fall, ja.
Boah, ich fange schon mal, ich bin schon mal fleißig, wie ihr seht. Aber das klappt jetzt nicht hier. Kann den jetzt nicht wirklich. Nee, guck mal. Nee. Da geht der ganze Hänger mit. Oh, das ist ein Stumpen schon weg, ein Stumpen. Ah, warte mal, pass mal auf. Ja, dann müssen wir es halt jetzt machen. Schade drum. Dann kürzen. Ja. Ja, den halben Meter abschneiden, ja, das wird das Beste sein. Bevor wir jetzt hier riskieren, dass wir jetzt hier alle runterschmeißen. Ja. Aber ich muss sagen, das Stumpen wegfräsen geht auch viel besser als bei meinem 15er. Ja? Ja. Erstmal gucken, wo wir überhaupt Stumpen überall sind. So, dann werde ich das mal jetzt schnell hier noch wegnehmen, das Stück, damit es dir jetzt nicht im Weg liegt. Jo, danke. So, das macht so Spaß hier. Das ist genau das Richtige für mich. Ja, du kommst auch sehr gut mit klar, muss ich echt sagen. Das ist, weil ja, das ist so. Das sind so Aufgaben, die mache ich gerne. So, wisst ihr was? Dann nehme ich jetzt einfach so mit und schmeiß ich den einfach dahin. Das ist mal wieder Teamwork hier, siehst du? Ich fräse schon mal in der Zwischenzeit. Mal gucken, wo die ganzen Stumpen überhaupt sind, weil einige sind eigentlich so kurz abgeschnitten, die sehe ich gar nicht, die so kurz sind, ja? Also. Das ist aber Standard bei uns. Warte mal, ich muss die doch ablegen, weil das rutscht hier aus den Dings raus. Ja? Da, irgendwie. Schieb den ganzen Dings jetzt hier. Na. Guck mal, der glitscht hier oben fest hier. Ja. Siehst du da doch eins? Der glitscht da oben. Ja, ich sehe es. Ja, warum nicht? Das kriegen wir hin. Ja. Fällt runter, wenn diese Dinger weg sind, denn. Diese ja. Spannboote. Ja, dann haben sie einen ziemlich großen Attacher. Mhm. Eigentlich schon, ne? Das ist schon echt hoch. Mhm. Aber fährt sich jetzt besser, ja? Ja, super. Da bin ich mal gespannt, was es jetzt nochmal für Geld gibt. Ja, wir haben jetzt gut viel Geld nochmal ausgegeben. Wie gesagt, 1.500 über das Gewicht und dann nochmal 5.000 die Fräse. Ja. Also nichts mit Tiere, sondern ging alles wieder. Die Fräse eigentlich wieder mit der Bio hier nicht und der Hoshi hier nicht Probleme kriegen mit den ganzen Stumpen. Aber ich gehe davon aus, dass wir mit dem, was wir jetzt wegfahren, mussten wir es eigentlich schon wieder raus haben. Dass wir da drin haben. Ja. Hm? Könnte, wäre möglich, ja. Du sagst, das sind jetzt drei komplette Bäume, also wirklich länger geht nicht. Ja, ich muss ein bisschen echt eure Stumpen suchen hier. Also. Ihr könnt die ruhig einen Zentimeter länger abschneiden, ne? Also. Ja, ich habe die ziemlich kurz gemacht, ja, kann sein. Ich auch, weil ich bin da echt sparsam. Naja, ja. Schaden tut's ja nicht, aber macht die Sachen nur schwieriger, die zu finden überhaupt. Das ist wohl wahr, ja. Ja, hat das schon eine schöne Lichtung gemacht hier um den Stein rum. Alles gut? Ja, irgendwie sah jetzt gerade so aus, als ob der mittlere Baumstamm runterfällt, weil er auf einmal weggeglitscht ist. Alter, ist auch nicht wirklich, na doch, der hat eigentlich relativ viel Platz zum Boden. Jetzt ist das Kleine so, weg. Ja. Naja, lassen wir einfach liegen hier. Lassen wir einfach nicht. Braucht kein Mensch. Naja, bringt sowieso kein Geld. Laterne, du musst immer dran denken, ja, dass du noch ein bisschen aus, so, weißt. Überlänger. Ja, richtig. Genau. Ja. Ja, schon lange kein LKW mehr gefahren. So, wir sind gleich da, Gott sei Dank. Ja. Wie ihr merkt, die beiden haben Spaß, ne, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Mit ihrem Holz hier. Ja, aber es effektiv bringt wirklich viel Geld. Und wenn du das jetzt wirklich so jetzt hier auf 1 lässt, ja, dann kriegst du da richtig viel Geld zusammen, ne? Gut, die Bäume sind immer aber auch mal erschöpft, ne? Also. Ja, okay, man muss halt eben je nachdem dann auch immer wieder mal ein bisschen was anpflanzen. Ja, das aber brauchst die Setzlinge. Aber du brauchst die Maschine dafür erstmal zum Setzen. Ja, okay, das ist ja nicht unbedingt die teuerste, ne? Die Setzmaschine, die gelbe, wa? Mhm. Ja, kostet 26.000. Gut, kriegst du ja auch relativ schnell wieder raus mit dem Bau. Oha, jetzt geht er aber in die Knie. Kriegst du nicht mehr hoch, oder was? Kaum. Und wieder die Laterne.
Ja, was bauen die dir auch so dicht an die Ja, Straße? warum müssen wir die denn so lang darauf packen? Die Holzscheibe lässt sich nicht wegfräsen. Nee? Mal hier, hier Scheibe. So, die fahren wir aber im Bach, oder was? Ja, denke mal, ne? Ja, wird Ich besser glaube, sein. die Scheibe ist schon weg, weil ich kann sie auch mit der Hand nicht aufnehmen. Die ist schon weg und er hat sie nicht synchronisiert oder so, kann auch sein. Ich glaube, das ist besser, wenn wir da hier das Wasser Ich krieg schmeißen. sie auch mit der Hand nicht, die Scheibe. Aber ich kann noch rüberlaufen immer noch, aber ich kann sie nicht aufnehmen. Toll, jetzt haben wir wieder sowas, ja? Naja, liegt in der Holzscheibe rum. So, wir sind dann wieder Nur am. den einen Stumpen muss ich noch lassen, weil da liegt der Baumstamm direkt daneben. Der große hier noch. Oh, Den Alter, konnte ich ein kippt das bisschen nicht. auffangen. Warte, warte. So. Aber Ich sehr habe mir gut gerade einen abgepackt, mal. Stumpen. Sehr gut abgepackt hier. Ach Mann, ich drücke immer T hier. Ja. Ja. Achso, hinten war gar nicht mehr dran, ne? Okay. So, und jetzt einfach nur rinschubsen. Zack. So, Eis, ja. Kommt jetzt gleich wieder Geld? Ja, ich guck schon aufs Konto. Sag uns alles wahr. Warte, Warte. ich steig aus. Den trage ich runter. Ja, stimmt, ja. Den konnte es ja, ne? Ja, der ging. Muss er mal eben gucken. Muss er mal eben gucken. Wo ist So, er? weg ist er. So, Hast du? ja, und? Fertig, Aber, ja? ja. Waren gute 5.000. Wieder, ja. 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 Ist okay. Schon okay, ja. Dafür, dass es wirklich nur drei Bäume waren, ist das Ja. eigentlich vollkommen in Ordnung. So, jetzt machen wir mal wieder mal. Jetzt rennen wir erstmal ein bisschen die Zeit hochschrauben. Ja. Damit wir mal wieder ein bisschen Feldarbeit machen können. Fünftausend für drei Bäume. Das ist okay. Das ist, also. Ja, auf jeden Fall weniger als im 15er, ne? Definitiv, ja. Aber Ja. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, in Mönchwinkel hatten wir kaum was mit Bäumen gemacht, ne? Weil da hatten wir auch schwer gespielt. In Björnholm hatten wir. In Mönchwinkel haben wir nur diesen einen Baum gefällt, der mir da im Weg stand, den ich gefällt Genau, habe. und in Die Björnholm hatten Birke. wir auf Mitte oder auf Leicht gespielt? Mittel. Mittel, ne? Echt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Björnholm war auf Mittel. Die Holzhausen hattet ihr, das war die erste, wo ihr auf schwer gespielt hattet. Die Mönchwinkel. Holzhausen, die Mönchwinkel und die Holzhausen. Genau. Wir haben auf schwer Das waren die gespielt, genau. beiden, die auf schwer waren. Ja, also. Ja, wie gesagt, und dann hatten wir nur einen Björnholm, ne? Hatten wir nur mit Forstwirtschaft, ja. Und ja, da kann es dann natürlich schon sein, dass es das da auch mehr Geld bringt, ne? Ich habe jetzt natürlich keinen. Ja, wir haben ja keinen Vergleich so. Genau, Aber zum. guck mal, wenn du da am Anfang einen Baum ins Wasser reingeschmissen hast, Waren es ja hattest du schon ja fast schon 20, 5, ne? 6 Ja. ja, oder 7.000 Euro, ne? Also von daher. Ja, es ist Sind schon. eure Bäume schuld an meinem Ping bestimmt? Möchtest du den Hänger wieder da oben zum Den kannst du Waldgebiet haben, wieder, genau, oder? da oben da an der Hütte, da liegt auch jetzt die Wicht und da müsste auch gleich die Fräse noch liegen. Ja, die liegt Ja. da auch. Die habe ich da liegen lassen. Auch neben der Hütte, auf der anderen Seite von der Hütte. Bei dem Brunnen hier. So. Ja, der Bio ist auch so ein Naturbursche. Der tut gerne Bergsteigen. Jo. Ich Gut. glaube, ich muss. Unser Feld wächst und gedeiht hier, unsere anderen auch. Ja, müssen wir nur nachher dran denken wegen Düngen, ne? Naja, ist ja noch nicht weiter Na, gewachsen Eis hatte bisher. nur Nee, auf nee. 15. Oh. Bisschen zu weit. So. Ja, können wir mal gucken, was wir jetzt gemacht haben an Geld für die Holzwirtschaft. Eine Menge. Eigentlich schon, ne? Das war eigentlich schon eine gute Summe. Holz hat insgesamt gebracht jetzt 10.970. Boah, perfekt. Heute. Ah, große Nachfrage für Gäste. Haben wir Gäste da? Ich guck mal. Und für Wolle. Natürlich haben wir keine Gäste. Aber wir haben zwei Felder mit Gerste. Zwei Ja. Felder mit Gerste. Ach, da hast du dann extra diesen, da ist der Der Preis dann blaue, extra ne? blau markiert. Mit dem Ja, Pfeil cool. so komisch nach oben, aber Da schräg könnten nach wir oben. sogar jetzt richtig Kohle machen, ne?
Wenn die Felder fertig wären, 24 ach, Wolle, Stunden. Ach, Wolle auch, sehe ich gerade. 5527. Oh, 24 Stunden kriegen wir hin. Die Felder bis dahin fertig sein, ja? Dann wird das aber ja. Akkordarbeit auf jeden Fall. War beide 24 Stunden, ja? Mhm. Ja. Also das und kriegen wir hin. Wir haben zwei Felder mit Gerste, ne? Die 14 und die 12, die beiden großen. Ja, ja. Ja, okay. Ich kann ja sofort anfangen zu dreschen. Und einer fährt sofort ab. Richtig. Könnte man. Weil wir so haben machen. Ja den großen Krampe. Ja, dann spur mal die Zeit bitte vor, damit wir jetzt vielleicht in den nächsten zwei, drei Folgen noch ein bisschen Knete zusammenbekommen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht hier mit dem Landwirtschaftssimulator 17. Wir bedanken uns, sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.